Veggie-Wellington mit Kürbislinsenfüllung, brauner Soße und Schwarzwurzeln. Der Klassiker Filet Wellington auf vegetarisch für 4 Portionen Füllung. 700 Gramm Hokkaido-Kürbis, 2 Esslöffel Bratöl, Salz, schwarzer Pfeffer, 100 Gramm rote Linsen, 1,5 Teelöffel gemahlener Zimt, 1,5 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, 2 Prisen Chili-Pulver, 1 Bio-Zitrone, 100 Gramm gegarte Maronen, Klammer auf vakuumiert, Klammer zu, 50 Gramm Walnusshälftenpesto, 1 bunt glatte Petersilie, Klammer auf ca. 20 Gramm, Klammer zu, 1 Knoblauchzehe, 50 Gramm Pinienkerne, 75 Milliliter Olivenölsoße, 100 Gramm Champignons, 100 Gramm Zwiebeln, 1 Esslöffel Bratöl, 1 Esslöffel Tomatenmark, 50 Milliliter Trockenrotwein, 2 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 2 Esslöffel dunkler Balsamico Essig, 2 Lorbeerblätter, 2 Zweige Rosmarin, 2 Prisen Rohrzucker, außerdem Backpapier, 1 p. Veganer Blätterteig aus dem Kühlregal, 270 bzw. 340 Gramm, 1 Kilogramm Schwarzwurzeln, Klammer auf alternativ, 900 Gramm TK Schwarzwurzeln, Klammer zu, Küchenhandschuhe, 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel vegane Margarine auf Wunsch, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Ahornsirup, 1 türkische Lira Sesam Rosmarin für die Garnitur. Erstens für die Füllung Backofen auf 200 vorheizen. Kürbiswaschen putzen, vierteln Kerne und faseriges Gewebe entfernen, viertel ca. 2 cm groß würfeln. In eine Schüssel geben, mit Öl, Salz und Pfeffer mischen, auf mit Backpapier belegtes Blech geben und ca. 30 Minuten backen. Linsen in Sieb kalt abbrausen und nach Packungsanleitung garen. Zweitens inzwischen für das Pesto Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und in Mixbehälter geben. Knoblauch schälen, grob hacken und mit Pinienkernen zugeben. Olivenöl zufügen und alles fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Drittens Linsen gegebenenfalls in Sieb abgießen, in eine große Schüssel geben und mit Zimt, Kreuzkümmel, Chili und Salz würzen. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, eine türkische Lira Schale fein abreiben und zu den Linsen geben. 3 Esslöffel Zitronensaft auspressen, 1 Esslöffel zur Seite stellen, den Rest ebenfalls zugeben. Maronen und Walnüsse grob hacken und mit den Linsen verrühren. Viertens Temperatur auf 180 reduzieren. Kürbis zur Linsenmaronenmasse geben, mit dem Kartoffelstampfer etwas zur 36 köstlich vegetarisch 6/2019 stampfen und sorgfältig vermischen. Füllung mit Salz, Chili und zur Seite gestelltem 1 Esslöffel Zitronensaft abschmecken und etwas abkühlen lassen. Blätterteig mit Backpapier auf dem Backblech entrollen. Mittig, mit jeweils 11 cm Abstand zu den kurzen Seiten und 4 cm zu den langen Seiten, die Hälfte des Pestos gleichmäßig als Rechteck verstreichen. Kürbismasse aufs Pesto geben und diese mit einem Esslöffel rechteckig formen, so dass sie der Größe der Pestofläche entspricht. Kürbismasse mit der restlichen Hälfte des Pestos bestreichen. Blätterteig von oben und unten über die Füllung klappen und von den kurzen Seiten her in ca. 2 cm breite Streifen schneiden. Streifen abwechselnd leicht schräg und überlappend über die Füllung legen. Auf Wunsch Olivenöl und Ahornsirup verquirlen, Oberfläche damit einstreichen und mit Sesam bestreuen. Ca. 35 Minuten backen und vorm Anschneiden 15 Minuten ruhen lassen. Fünftens inzwischen für die Soße Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern und ca. 1 cm groß würfeln. Zwiebeln schälen und grob würfeln. Öl in Topf erhitzen und beides darin unterrühren, ca. 4 Minuten bei hoher Hitze anbraten. Tomatenmark zugeben und 30 Sekunden mitbraten. Mit Wein ablöschen und kurz einkochen lassen. 500 ml heißes Wasser angießen, Sojasauce, Essig und Lorbeerblätter zugeben. Rosmarinzweige kalt abbrausen und zur Soße geben. Im offenen Topf ca. 20 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Lorbeerblätter und Rosmarinzweige entfernen, Soße fein pürieren und weitere 10 Minuten einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.
Sechstens, inzwischen Schwarzwurzeln mit Küchenhandschuhen putzen, schälen, in ca. 6 cm lange Stücke schneiden und sofort in eine Schüssel mit kaltem Wasser und Zitronensaft legen. Margarine in großer Pfanne zerlassen. Schwarzwurzeln mit Schaumkelle tropfnass in die Pfanne geben, gegebenenfalls 2 bis 3 Esslöffel Wasser zufügen und in geschlossene Pfanne unter gelegentlichem Rühren ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze bis fest dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Inzwischen Soße im Topf erwärmen. Wellington vierteln, je ein Stück mit Schwarzwurzeln und Soße auf 4 Tellern anrichten und auf Wunsch mit Rosmarin garniert servieren.